ist denn los, Mann? Dann geh halt ans Telefon, wenn es die ganze Zeit klingelt. Wer sind wir denn jetzt ja nicht bei unfreundlichen Leuten? Oder es könnte auch ein völlig. Ups. Auf, die Sarah ist tot. Ne, Moment, man macht keinen Sinn, die Sarah hat angerufen. Ach, es geht. Alter, es ist dunkel. Ich sehe gar. Ich musste. Jungchen, mach mir doch nicht so viel Angst, bevor es losgeht. Start Game, hinein ins schöne Vergnügen. Ich meine ins schlechte Vergnügen. Mein Name ist Henry. Er war einfach nur Postbote. Und an diesem Tag war er ein bisschen spät dran mit seinen Auslieferungen. Viel später als sonst. Es ist wahrscheinlich Mitternacht. Hier ist seine Geschichte. Ja, erzähl sie mal, Digga. Wahrscheinlich müssen wir diese Story jetzt... Ja, richtig, richtig. Er erzählt die Geschichte in der... Come home soon, I miss you. Ach, Scheißdreck. Bis 11 Uhr ist er zu Hause. Was, es ist 17.29 Uhr und da ist es schon so dunkel. Das muss Winter sein. Es gibt Pasta. Sehr gut, also. Das Versprechen ist, um 11 Uhr nachts bin ich zu Hause. Die Adresse ist 227. Ja? Und das sind für eine Straße. Aber da ist 225. 224. Ich bin harmloser Postbote, ja? Das ist alles. Was könnte schon schief gehen bei einer nächtlichen Austragungsrunde? Es ist 17 Uhr. Auf einer gemütlichen Vorstadtstraße. 226, das ist hier wahrscheinlich, nicht wahr? So. Da ist es. Na also. Deliver. Siehste, Paket ist da. Alter, ich warte nur drauf, dass wenn ich mich umgedreht habe, irgendwann. Ich liefere das Paket aus, ich drehe mich um. Was nu? Siehst du, es geht schon, es kommt wieder. Ne, doch nicht. Oh, ich bilde mir Dinge ein. War's das? Ne, das kann es ja nicht gewesen sein. Ich brauche eine neue Aufgabe, bitte. Achso, ich bin am Busch hängen geblieben. Das war's vorhin, wo ich gedacht habe, jetzt ist Sense. Gibt's hier eine Klingel? Hier! Ich hätte klopfen müssen, ich Blödmann, sorry. Na also. Finally, I thought you'd never show up. Ja, ist ja gut, dann nimm's. Meine Herren, ist der unfreundlich. So ein ungediegener Kerl, Mann. Kann ich ja nichts dafür, es dauert ein bisschen länger, Bre. So, Adresse 230, nächster Halt, wenn ich bitten darf. Ich war zu blöd, ich habe das Paket abgeliefert, aber nicht geklopft. Ja, ja, kommen den besten Familien vor. So, 230, da ist 238. Oh, wo könnte dit denn jetzt sein? Das waren die 220er. Also muss der Kerl wirklich so langsam gehen. 234. Ach Mensch. Ist es denn? Also im Moment ist noch alles friedlich, außer dass der Kerl so unfreundlich war. Ah, ganz schön lange. Da ist es doch. 230. Ich muss meine Pakete ausliefern. Ich muss nach Hause zum Pasta essen. Zum Nudeln mampfen. So. Alles dann. Junge, hat der eine Menge bestellt. Und jetzt rein da. Ach, der Antwort ist keine zu Hause. Ach, komm. Check Window, was ist? Ist das nicht ein bisschen aufdringlich? Was ist? Soll ich jetzt einbrechen oder was? Nur weil der Typ die Tür nicht aufmacht. Oh, jetzt gibt's Ärger, ich spür's schon. Jetzt kommt Jumpscare. Festhalten. Ja, siehste. Okay, okay, okay. Ein Schäferhund. Ein guter deutscher Schäferhund mitten in Amerika. Ich hätte mal was mit anderem. Hä? Ich hätte gedacht, da kommt was anderes. Ja, jetzt bellt er. Der Höllenhund. Na gut. 242. Ist das, wird das wieder sein? Wahrscheinlich ganz andere Straßenseite, weil das habe ich schon vergessen. 224. Okay, wahrscheinlich dann da auf der komplett anderen Seite der Dorf, Stadt, Platz hier. Okay, das war noch okay, weil ich zu 100% damit gerechnet habe, dass irgendwas im Fenster auftauchen wird. Joa, war jetzt das Wauzi. Kein Problem, ich bin ja sowieso, hä? Bin ja kein Weichei, ich bin König. Also, nächste Lieferung. Aber hey Mann, was bringt das jetzt? Er hat gesagt, er will das Zeug nicht morgen nochmal vorbeibringen und jetzt hat er es trotzdem einfach liegen gelassen. Also eine Unterschrift hat er nicht bekommen. Der Herr Auslieferer, also ich bin der Auslieferer. Also ich bin eine Frau. Ich habe den Nike-Skin, falls das jemand belassen sollte.
Das ist 242. So. Ist aber schon ein bisschen aufdringlich, da einfach durchs Fenster zu sehen. Nicht wahr? Es antwortet keiner. Mal sehen, ob jemand in der Küche sitzt. Na schön. Hallo? Da. Ja, zwei Pakete, das ist okay. Na? No? Oh, da kommt er angelaufen. Hoffentlich. Bitte nicht hinter mir. Doch, hinter mir. Oh. Ja, ich hab's auch gehört. Oh, Scheißdreck. Jetzt geht's los. Jetzt geht's los, liebe Kinder. Ich hab die Schritte genauso gehört. Zuerst hätte ich gedacht, das ist einfach nur ein Gag. So nach dem Motto, der läuft zur Tür und dann, oh danke, ich hab's noch rechtzeitig geschafft. Aber jetzt waren die Schritte irgendwo. Vielleicht waren die hinter mir, vielleicht... Jetzt gibt's Ärger, wenn ich hier raustrete aus dem Grundstück, dann also anschnallen. Puh. Obacht. Hey there. I noticed you're delivering packages. My house is just down the street. Number 232. Do you mind going there next? Na klar, Keule. Thanks a lot. I'll be seeing you soon. Oh, Dios mio. Okay, zum Glück ist es bisher immer vorhersehbar. Ich hab doch ein schwaches Herz, Mann. Ich habe einen Katheter. Ne, Moment mal, das ist ganz was anderes. Ja, irgendwas an dem Typ war ein bisschen merkwürdig, nicht wahr? Der folgt mir einfach. 232. Joa. Ich hab's schon vergessen. War das diese, wo die Hausnummer abgefallen ist? Kann das sein? Aber der ist tatsächlich die Straße hochgelaufen, um mich abzupassen, der Kerl. Naja, egal. Dann wird er jetzt als nächstes beliefert, weil ich so ein Ehrenmann bin, aber der war schon höchst suspekt. 110 ist vorgewählt, ich muss nur noch drauf drücken. Ich glaube, dass tatsächlich das... Ne, doch nicht. 232, hier ist 34. Also doch, ne, es ist wahrscheinlich wirklich das am Ende. Am Ende der Straße, da steht leider kein Haus am See, sondern das von dem... Na, doch nicht. Okay, ich habe mich geirrt. Hier ist es. Sieht aber ganz normal... Und schon gehen die Vorhänge auf. Junge, er erwartet mich. Wahrscheinlich muss ich reinkommen. Er bittet mich jetzt gleich zum Kaffeekränzchen zu bleiben. Was ist das denn für ein Riesenpaket? Eine Holzkiste. Okay, hier bin ich. Ach nö. Ich will aber gar nicht looken. Ach, was soll's. Oh, jetzt wird er... Scheißdreck, Digga. Warum? Ach, Jungchen, halt's Maul, da ist natürlich überhaupt niemand da. Was ist denn das? Das ist Russisch. Oh mein Gott! Ach, Junge! Why? Und schon habe ich Gänsehaut. Nee, es sieht ja keiner. Mir geht's gut, alles fresh. Was? Shoot to break free. Junge, der hat mich im Was ist das? Achso, das bin ich. Das ist der Kopf von meinem Skin. Er hat mich angekettet an die Heizkörper. So, aber jetzt bin ich frei. Was ist denn mit ihm verkehrt hier? Jetzt muss ich hier irgendwie rauskommen. Am besten ohne, dass er mich erwischt. Oh Gott. Was ist? Hä? Huh. Take. Oh, pretend to sleep, zu spät. Oh. Okay, der macht also seine Runde. Pretend to sleep. Okay, das wird ja gar nicht mal so leicht. Jumpscare, ja, danke dafür. Danke für diese Herausforderung. Kriege ich jetzt was? Ich hab doch schon irgendwas genommen. Zu spät. Wie soll ich denn pretenden zu sleepen? Zu spät. Okay. Das wird jetzt... Okay, der erste Jumpscare ist weg. Jetzt ist nur noch die Herausforderung. Wie komme ich denn hier raus, Digga? Ist es wirklich so schwer? Schon wieder Jumpscare? Für jeden Jumpscare kriege ich was? Habe ich jetzt da drin von dieser Englischstatue was genommen oder nicht? Hier ist nichts mehr zu holen. Okay. Falls er jetzt kommt, dann versuche ich es diesmal. Aber er kommt diesmal gar nicht. Pretend to sleep. Was mache ich denn hier? Egal. Ich probiere es jetzt einmal. Ich gehe jetzt mal runter. Wo kam der überhaupt her jetzt? Interact. Okay.
Der hat in seinem Haus ein Metallgitter angebracht. Das ist natürlich auch... Crouch to not be spotted. Okay, ich muss kriechen. Da ist er. Da ist er am Fernseher. Der guckt sich nur das Testbild an oder das statische Rauschen. Need something small to unlock. Das ist ja vielleicht ein Key. Okay, jetzt muss ich mir durchschleichen und irgendwas finden, damit ich hier... damit ich herauskomme. Ah, hier kann ich mich auch hiden. Das bin ich, übrigens. Ah ja, jetzt bin ich hier. Für alle Events, dann sieht er mich nicht. Okay, falls er plötzlich aufsteht, bin ich jetzt. Was denn? Das ist ein Wrench. Oh, Digga, hiden. Ja, okay, sehr gut. Okay, das war mal wieder typisch. Ich nehme was, das hört er, und dann geht er los. Da ist er. Aber, hä? Was war das denn? War wohl nix. Dann gehe ich wieder hin und guck ein bisschen fern. Also hoffentlich. Ja, siehst du, genau das macht er. Dem würde ich ja ein paar 90s aufs Maul geben und dann Boxfight ins Gesicht. Ja, an den Platz, Keule. Und weiter geht die wilde Fahrt. Was will ich denn mit dem Ranch? Kann ich sonst was mitnehmen hier? Nein, ich kann mich nur hiden. Nein, okay, das war's. Also so ein kranker Kerl. Nun denn, ist hier noch was? Ich werde jetzt nicht in sein Blickfeld treten, ist klar, aber dass ich hier nicht rauskomme, habe ich auch befürchtet. Das ist nämlich die... Warum gehe ich nicht einfach raus hier? Sieht nicht mal abgeschlossen aus. Na schön, vielleicht komme ich jetzt da durch. Is something small to unlock this? Ja, was denn? Sonst so. Also da vorne brauche ich nicht hin. Das kriegt er ja mit, der wahnsinnige Irre. Ja, aber was braucht... Nein, ich kann mich nur hiden. Hallo. Something small. Ich habe den Wrench, den Schraubenschlüssel. Ja, wäre auch zu schön gewesen, wenn der funktioniert hätte. Aber was denn dann? Dump you here. Ja, ja, interact. Geht ja nicht. Ich glaube nicht, dass das der richtige Weg ist. Ich meine, da bin ich eh gekommen. Das ist mir durchaus bewusst, gell? Na, vielleicht muss ich doch hier was mitnehmen. Hier ist ein Klavier. Das kann ich nicht mitnehmen. Hier ist ein Fernseher. Kann ich auch nicht mitnehmen. Open. Vielleicht ist hier was drin. Irgendwo. Close. Nein. Hier vielleicht. Hallo? Mach mal was für dein Geld. Hallo? Auch nix. Warum mach ich's? Warum darf ich überhaupt das Zeug aufmachen, wenn da nichts drin ist? Johe. Nicht wahr? So. Ja. Nein, auch nix. Tja. Vielleicht hier auf dem... Hä? Was kann ich hier machen? Ach, ein Hint. Ein Hinweis. He won't be satisfied seeing an open door. Verstehe ich nicht. Hier kann ich nichts mitnehmen. Bei dieser merkwürdigen... Bei diesem Schrein. Er wird nicht glücklich sein, wenn er eine offene Tür sieht. Ich meine, okay, ist ein Wort. Ist ein Hinweis, ist... Ach, jetzt checke ich's. Wenn ich mich in dem Raum versteckt hätte... Nee, ich weiß nicht hinter. Was ist das denn? 512. Okay, okay, okay. Muss ich mir merken. 512. Kann ich mir eh nicht merken. Aber... Jetzt habe ich aber hoffentlich alles hier oben gesehen. Ja? Nein? Aber das bringt nichts. Muss ich ja immer noch durch diese Tür hier irgendwie rauskommen. Ah, ich darf nicht vor ihn treten. Ja, ja, something small to unlock. Das ist, ich kann mittlerweile ein Buch drüber schreiben. Aber hier ist nichts. Nee, nee, hier ist einfach nur dunkel. Das ist ein Abstellkammerort. Nee, hier ist nichts. Ich meine, ich könnte einfach mal hier zum Spaß an der Freude sehen, was passiert, wenn ich ins Bild laufe. Ah ja. Was ist das denn? Jetzt ist er weg. Danke. Jetzt könnte ich zum Beispiel easy fliehen. Menno. Was ist denn das hier? Das ist jetzt nicht allzu... Das ist ziemlich clunky. Jetzt. Ich brauche nämlich immer noch irgendwas, um diese Dreckstür aufzumachen. Junge, was höre ich denn? Die Schritte, die sind schon beängstigend, das gebe ich zu. Na, jetzt sitzt er wieder. Danke dafür. Junge, ich gehe links von ihm hin und dann fängt er an zu laufen in eine völlig andere Richtung. Danke dafür. Naja, es ist kein Horrorspiel, sondern es ist Fortnite. Und der hier, das Hirschgeweih. Oh mein Gott, eine Nadel. Alter, halt doch die Schnauze. Ich hätte mich einfach nur hinstellen müssen.
Ist das frech. Okay, jetzt habe ich something small to unlock this. Nämlich die Nadel. Jetzt kann ich das Schloss aufknacken, weil ich bin der Schlossknacker. Hab den Lockpicking-Lawyer täglich gesehen. Nicht wahr? Alles dann. Jetzt durch da. Das macht zwar hinten und vorne keinen Sinn, weil so kriegst du so eine Tür sicher nicht auf. Und jetzt ist er hinter mir, ich spür's schon. Also hier ist ein Auto, sehr schön. Müsste eigentlich mit dem Auto jetzt durch die Garage rausbrettern. Kann ich die Tür wieder zumachen? Nein. Gehst hier durch? Ne, was ist denn das hier? Ja, was mache ich denn jetzt hier in der Garage? Das bringt mir doch gar nichts. Was hier denn? Interact, Stromausfall. Okay, okay, das ist der einzige Grund, warum ich hier bin, offensichtlich. Ah, den Ranch habe ich auch, sehr gut. Oh, was ist es? 512, glaube ich. 512, ich habe es tatsächlich schon vergessen. Oh, er kommt. Ich habe es gehört. What? Oh, das war mein eigenes Skin. Ich habe vor meinem eigenen Skin Angst. Nee, er schnappt mich. Er wird mich schnappen. Das war's noch nicht, Mr. Stark. Oder doch? Aber ich bin draußen. Oh, mein Wort. Oder? Oder? Was ist nun? Er ist gelaufen, bis er seine Beine nicht mehr gespürt hat. Mit Recht. Ich weiß nicht, wer er war oder warum er mich eingesperrt hat. Das ist das Beste, dass wir es nicht rausgefunden haben. Das will ich auch meinen. Und das war's. Puh. War ein nettes kleines Spiel. Nettes kleines Spiel und ich habe mich viel zu blöd angestellt. Mann.